Hallo, heute wollte ich mal diese Drahtsterne, die ich ja bei Temu gekauft habe, basteln. Hab auch das wichtigste Utensil beiseite gelegt. Es geht echt nicht mehr ohne. Das ist so schlimm, aber nun ja, ist halt so. Das sind so Glasperlen, das war mal so eine Mischung von Action. Die gab es in, ja, so hellblau, dunkelblau, grün und weiß und dann in ganz dunkellila, helllila, mittellila, zartlila. Aber die seht ihr gleich auch noch, weil ich habe jetzt die erstmal, dann habe ich zwei Dosen vielleicht schon mal so halbwegs weg, also kann zumindest zwei in eine gießen. Und ja, das sind hier noch so Spacer, so mit kleinen Strasssteinen in unterschiedlichen Größen. Ich hoffe, ich habe euch dicht genug dran, dass ihr das alles sehen könnt. Aber ich denke schon, ne? Mein Quatschbaron schicke ich jetzt auch ins Bett, damit er nicht dazwischen sammelt. Und mir wieder etwas erzählt von FSK 3 bis 5. So, das sind halt ganz kleine, mittlere, etwas größere. Das sind ganz kleine. Ja, brauchst gar nicht die Nase machen. Mittlere, mittelgroße, ganz große. Gut. Dann fangen wir an. Das Wichtigste, erstmal Brille auf die Nase. So. Hier sind die ja sehr eng zusammen. Das heißt, da passen eigentlich keine Perlen hin. Deshalb nehme ich da immer erstmal so kleine. Dann kommt da so eine kleine Spacer-Perle. Dann eine von den ganz kleinen. So, dann da nochmal. Nehmen wir mal die mittelgroße, ne? Ja. Dann kommt eben auch eine mittelgroße Perle. Zack. Nochmal eine mittlere. Oh. Dann, das ist die nächste Größe. Nehmen wir die. Da brauchen wir dann, glaube ich, auch schon die größeren. So, oh, nochmal eine große. Ach, wie gesagt, das ist komplett entspannt, ne? Man ditcht da einfach nur die Teile rauf. Müsste der lang, oder? Ja. Kommt da wieder ein kleiner rauf. So. Den kleinen kommt dann ein ganz kleiner drauf. So. Habe ich jetzt alle Größen? Nee, da siehst du, Fehler gemacht. Sag doch was. Da muss ich doch erstmal noch so eine mittelgroße raufwürgen. So. Jetzt kommen die kleinen. Ups, die ist wohl zu klein. Nehmen wir die. Schauen wir mal, wie das passt. Ja. So, und dann brauche ich jetzt eine kleine. Kleinen Spacer. Noch eine kleine. Wie viel Platz haben wir da noch? Oh. Können wir noch mal mit den kleinen silbernen welche raufmachen? Ja, oh, eine geht noch. So. Ja, das sollte auch genügen. Dann nehme ich jetzt hier meine Zange und biege das mal. Ja. Hab da jetzt so einen Halbmond gebogen. Ja, sieht man das? Und den quetsche ich jetzt zusammen. Oh Gott. Alles runtergefallen? Nein. Puh, gut, dass das nicht vorher passiert ist. Wäre ich ja wieder ausgerastet hier.
komm nach unten mit euch. Und du sollst da. So. Habe ich jetzt einfach so einen Bogen da gemacht und habe den zugedrückt. Da kann man dann nachher auch den Aufhänger reinmachen. So, so machen wir das jetzt rundum weiter. Da das unten aber ein bisschen eng ist, kann ich diesen kleinen Spacer nur bei jedem zweiten rauf machen. Hier muss ich also gleich jetzt... Ah, jetzt sehe ich auch gerade, dass das hier völlig unterschiedliche Blautöne sind. Ihr seid auch noch zusammengebappt. So. Dann nehmen wir, eben haben wir kräftige blaue Töne, jetzt nehmen wir die helleren Blautöne. So, dann ohne den kleinen Spacer unten. Dafür dann hier einen oben drauf. So. Dann kommt... Ah ja, das ist der Charlie. Ihr wisst ja jetzt, wie er aussieht, der kleine Grummelpott. Da hat gerade jemand seinen Briefkasten geöffnet. Wenn ich nicht da bin, dann macht er das alles nicht. Aber so, wenn ich da bin, hat er immer das Bedürfnis. Hallo, ich hab das auch gehört. Kannst du einfach aufhören? Das nervt, Stinker. So. Denn hier eine mittelgroße hellblaue. Da müssen wir jetzt... Ah, da habe ich da schon eine große genommen. Dann nehme ich hier auch eine große. Oh. Hellblau, nochmal eine große. Dann eine von den mittleren. Zack. So, da kommen dann die kleineren wieder. Das sind denn die hier. Oh. Da hatte ich dann die Größe genommen. Soll ja auch gleich sein. Muss ich jetzt immer ein bisschen gucken. So. Dann kommt da eine helle. Ah ja, kleiner Ring und noch eine helle. Ich hoffe, ich habe genug von den kleinen. Ich habe das jetzt gar nicht gezählt, wie viel ich da brauche. Uiuiuiui. Ja, wieder eine leichtsinnige Kamikaze-Aktion hier. So. Eins. Und eins. Oh. Ja, das sieht man, das ist, seht ihr die Farbe, das ist unterschiedlich. Habe ich vorher ohne Brille nicht gesehen. Jetzt mit Brille. Ja, da sehe ich es natürlich. So. Und fertig. So, da hatten wir ohne Spacer. Dann machen wir jetzt hier wieder klein. Oh, kleinen Spacer drauf. Digga, du nervst. So, dann müssen wir jetzt wieder die dunkleren Perlen nehmen. Oh, bitte, Bullybär. So, da kommen jetzt wieder die größeren. Dann brauchen wir so eine. Wie gesagt, es macht wirklich Spaß. Das Schöne daran ist... Ah, nee, ich brauche eine dunkle. Kann man einfach sich hinhocken und was man so an Perlen hat, darauf knutschteln. Wie gesagt, ich habe hier einen ganzen Berg Perlen neben mir liegen, aber ich habe jetzt gedacht, so, nö, nimmst mal die, sind ganz hübsch, passen ganz gut dazu, so von den Farben her, oder auch nicht. Aber wer sagt denn, dass Weihnachten immer rot und grün sein muss? Finde ich aber gar nicht. Kann auch pink sein oder sonst wie schrill. So, da kommt jetzt die mittlere. Dann brauche ich so eine. Da kommt wieder ein mittlerer rauf. Na komm schon. So. Dann brauche ich die.
Ah, komm schon. Ah, die Löcher von den Perlen sind auch nicht die besten. Vorsichtig hinlegen, Werkzeugtasche greifen. Ich hab doch da irgendwie so eine Pfeile, so eine Rundpfeile. Komm schon raus da jetzt. So. Ein bisschen da anfeilen. Und da. So. Ah, passt da jetzt? Jetzt geht's, siehst du. So, dann kommt da ein kleiner Putzi oben drauf. Noch ein zweiter von den kleinen. So. Und dann hatten wir wieder zwei von denen hier. Wo bist du denn, Loch? Da. Also bei diesen Silberdingern ist das echt schwer zu erkennen, wo da die Perllochöffnung ist. So. Oh, der ist jetzt ein bisschen länger irgendwie, warum auch immer. Aber das interessiert mich nicht. Du kriegst trotzdem jetzt hier so einen Bogen und fertig. Oh, ich bin völlig auf Kamera, ne? Ja, so bin ich, wenn ich mir den Stern hier im Bauch pieke und so. So, den habe ich jetzt dahinter gebogen, weil da kriege ich keine Schlaufe mit gebogen, glaube ich. Doch geht. So. Dann brauchen wir jetzt wieder die helleren. Die sind jetzt wieder direkt ohne dieses Rundding da. Ohne den runden Spacer. So. Eine hellblaue kleine. Digga, du nervst. Ach komm schon. Und jetzt auch keine Löcher oder pieke ich jetzt einfach nur noch wild daneben. Und das Loch scheint ein bisschen klein zu sein. So. Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Statt ein ganz klein habe ich da. Nee, da. Was habe ich denn da? Also der ist identisch mit dem. Der muss identisch mit dem sein. Na gut, dann nehmen wir da gleich einen mittleren. Charlie! Es langt jetzt, Dicker! Ernsthaft! Ja, ich grummel auch gleich mal. Was meinst du, was mir alles nicht gefällt auf dieser Welt, du? So, dann müssen wir jetzt aber wieder helle nehmen. Und da brauche ich davon wieder ein. Dann davon. Dann brauchen wir die größeren. Ganz großen. Dann wieder einen großen Spacer. Ein hellmittleren. Ah, da habe ich dann aber schon die Spacer-Größe genommen. So. Dann brauche ich so ein. Oh. Nee. Ist das schon kleiner? Nee, das ist richtig. Tilly-Titi.
So. Dann brauche ich jetzt einen kleinen. Auch einen kleinen Spacer. Nochmal einen kleinen hellen. Oh, ich hoffe, das geht sich aus mit dem Hell-Dunkel. Ich befürchte ja, dass das letzte dann irgendwie so ein Matschi-Matsch wird. So. Ja. So, dann wieder. So. Dann kommt jetzt wieder dunkel. Dunkel fängt an mit Spacer. Huch, schmeiß doch halt weg. So, Spacer. Na, Charlie, es langt eine kleine Krone. Eine kleine dunkle, eine mittlere Krone. Och, Finger sehen aus. So, dann davon eine in dunkel. Und dann kommt der dahin. Dann davon eine in dunkel. Da kommen dann aber die großen hin. Oh, eine dunkle große habe ich noch. Also bis jetzt geht sich's auf, das Muster. Ich weiß, dass ich mich die Kretze ärgere, wenn es beim letzten nicht hinhaut. Aber ich will es jetzt auch nicht nach 10. Weil jetzt braucht man es auch nicht mehr 10. Jetzt ist auch egal. So. Dann gehen wir auf die kleinen Spacer, dann brauchen wir. Ach, die sind ja auch alle. Schön mit dem Lack verklebt hier. So. Dann brauchen wir noch mal eine solche. Und dann brauche ich kleine dunkle. Ach, die ist nicht schön. Nimm die, eine kleine Scheibe, noch einen kleinen blauen. Oh. Eins, zwei, na komm, wo bist du jetzt hingehopst? So, komm schon. Auch wieder krumm biegeln. Umgreifen. So. Und jetzt kommt der letzte. Das ist dann wieder ein heller. Also Spacer ohne Kappe. Dann durchschneiden. So. Eine helle. Dingchen darauf. Dann eine von. Ich kegel mit den Murmeln hier rum. Das ist unfassbar. Oh, helle. Deckel.
Und der Größe eine Hille, auch das langt ja dicke. Das sollte wunderbar funktionieren. Großen Spacer, große Helle, großen Spacer, große von denen, großen Spacer, nee, dann nehmen wir schon mittleren, so, dann hier von der Helle, so, bap, dip. So, dann noch ein von denen, so. Und dann sind wir schon bei den Kleinen, ne? Wir brauchen Helle. Ein Minispacer. So, und noch eine Helle. Na komm, wo bist du denn? Da. Und zwei von denen. Na komm mal her, bevor du da ganz wegrollst da hinten. Charlie? Was wird das jetzt da? Ballern die draußen wieder, ja? Es ist halt das neue Volksfest. Jeden Abend um 21 Uhr auf dem Marktplatz böllern. Ich weiß ja nicht, wie man so viele Böller haben kann, dass man das ganze Jahr wirklich konsequent durchzieht. Irgendwann gehe ich mit dir auf den Marktplatz und dann kannst du mal denen sagen, wie scheiße du das findest, dass die hier immer rumböllern. Mal gucken, wie die das denn finden. Wenn du denen mal den Marsch geigst. Wie gesagt, ich bin da ganz bei dir, Digga. Ich find's auch blöd. Aber bölk ich jetzt deswegen hier rum? Weil eins ist sicher, ich höre dein Bellen mehr als das Geböller. Ja. So, und fertig ist er. So, dann kann man hier noch so ein Benzel durchziehen. Und dann ist er fertig. Hatte so einen auch schon mal in Perlmutt gemacht. Und die werde ich wohl ans Fenster hängen. Die finde ich total schön. In kleineren Größen hatte ich auch schon welche gemacht. So, in so dunkelblau. Oder den mittleren hier nochmal in Perlmutt. Also sind wirklich schön. Ach, den mittleren basteln wir uns auch nochmal ein. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die können hier wieder... Was sind hier diese Dosen? Die basteln... Gab es mal irgendwie bei Action, ist noch gar nicht so lange her. Und ich hatte da irgendwie, weiß ich auch nicht warum, ich hatte mir die angeguckt und habe halt gedacht, na, so richtig toll sind sie nicht. Aber es sind halt echte Glasperlen, ne? Gut, das mit der Lackierung ist nicht immer so schön, aber wenn man die sowieso so dicht an dicht steckt da, dann macht das gar nichts. Das stört so überhaupt nicht. So, ihr kommt jetzt mal weg. Ich brauche jetzt die hier. 3, 12 Stück, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das langt gerade und eben und eben. Und hier brauche ich auch 12 Stück. 3, 6, 9. Ja, das passt. Da können wir den nachbasteln in Burgunder oder dunkle Pflaume oder. Ja, genau, das waren diese. Glassbead Mixed gab es in verschiedenen Farbvariationen. Hier ist nochmal das Blaue. Das war dann der. Und dieses Purple waren halt diese hier. So. Dann wollten wir den mittleren machen, ne? Was habe ich denn, wie habe ich das denn da gemacht? Oh, da war ich ja ganz figelinsch. Da habe ich mit zwei von den Dingern angefangen. Eins. Na komm schon. Trotz Brille sehe ich das nicht. So, habe ich da zwei genommen. Dann habe ich wahrscheinlich einen kleinen genommen.
So. Dann eine von denen. Eine kleine. Na komm. Das passt denn noch nicht. So. Oh, nicht wegfliegen. Ich habe nicht genug davon. So, eine kleine. Dann mittlerer Spacer. Große Kugel. Großer Spacer. Große Kugel. Mittlerer Spacer. Kleine Kugel. Und wie habe ich den Abschluss gemacht? Klein Spacer und zwei von den silbernen. Da habe ich es mir leicht gemacht. Ne? Wie gesagt, da kann man ja Muster stecken, so wie man lustig ist. Ja, schön kommentieren. Fein macht ihr das. So. Dann hier wieder. Oh. Oh, sieht auch schön aus in der Farbe. Also nochmal eins. Na komm schon. Leute, die Leute wollen auch irgendwann nochmal was anderes kicken hier. Oh, da ganz klein. Von den Ringen. Kleine Perle. Na, oh, das muss ich erstmal durchbohren. So. Medium, große Perle, großer Spacer, große Perle, Medium Spacer, kleine Perle, kleiner Spacer, zwei von denen, Flop. Eins, zwei. Oh. Oh. Ah! Stich mir damit nochmal das Auge aus. So, schöne Ösen und weiter geht's im Text. Wollen ja auch noch fertig werden hier. Oh, kleine Mini-Spacer, Rundil, ja genau, Rundile sind das. So, kommt da eine kleine rauf. Oh. So. Da brauche ich jetzt aber schon einen mittleren. Da kommt ja eine große. Die will nicht. So rum will sie. Verstehe, wer will. Und noch eine große. Und dann kommt da wieder ein mittlerer. Dann kommt da ein kleiner. Ein ganz kleiner Spacer. Zwei von denen. Zack. So. Ich mach das jetzt mal kurz fertig. Und dann zeige ich euch gleich, wie es fertig aussieht. Weil, ich meine, Perlen auffädeln ist ja nichts Großartiges. Das kann ja jeder, ne? Bis später. Bin ich wieder. Fertig sind sie, die kleinen Sternchen. Wie gesagt, das ist hier der in Perlmuttfarben. Das ist der große Stern. Das ist der, den wir vorhin zusammen gemacht haben. Ist auch ein großer. Da habe ich ja diese hell- und dunkelblauen Perlen immer abwechselnd gemacht. Den habe ich eben noch gemacht. Das war auch aus dieser Perlenmischung.
Ein komisches Grün. Denn dieses. Dieses Dark Plum sieht schwarz aus, ist aber so ein ganz, ganz, ganz dunkles Lila. So. Und hier ist nochmal eine Emperlmutt. Also ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Das Umbiegen ist manchmal ein bisschen kribbelig, aber funktioniert ganz gut. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht mit zu viel Gewalt rangeht. Das ist doch die richtige. Und dann passt das auch. Und so kann man, hat man schön Fensterschmuck. Ich habe das jetzt ja so gemacht. Theoretisch kann ich die ja jetzt so untereinander festmachen und dann kann man die so als Dreier ins Fenster hängen. Und hier genauso. Dann hat man so drei untereinander hängende Sterne. Ja, das waren also diese Drahtsterne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, Däumchen hoch. Liken, kommentieren, abonnieren, ganz wichtig. Ich freue mich. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.